Ja, habe die Ehre und herzlich willkommen auf Lens Playground. Wir sind wieder in Payday 2 unterwegs und sind mitten in einem Juwelenraub, der leider etwas schiefgelaufen ist und wir deswegen schon wieder 20 Polizisten erschießen mussten. Nicht meine Schuld, nicht im geringsten. Die Polizisten wollten verhindern, dass ich Juwelen klaue. Da kann ich jetzt wirklich nicht was dafür, kann ich echt nicht sagen. Auf jeden Fall sind wir da gerade mitten dabei, müssen die Horde abwehren, noch 60 Sekunden, bis der Tresor aufgerissen ist und ja, dann geht's wieder weiter. Wahrscheinlich werden wir dann in einen Fluchtwagen kommen. Ich würde schon gerne Türen auch schließen können. Und mit dem Fluchtwagen können wir dann wiederum abhauen. Ja, ich weiß, wo er hinschießt. War nicht perfekt, aber gut genug, um mich zu erwehren. Ja, ja, immer schön Rauch. Verdammte Raucher. Ich bin selber verdammter Raucher, muss ich ehrlich sein. Aber noch schlimmer bin ich verdammter Raucher von den verdammten Mentholzigaretten. Jawohl. Okay, das waren viele. Ich versteh's nicht, ich versteh es nicht. Wäre schön, wenn mir geholfen wird. What the fuck? So viele auf einmal. Wir sind total gefickt. Ich steck zwischen vier Polizisten. I feel bad. I feel real bad. Da ist das Ziel. Warum können wir da nicht einfach rein? F, reinhüpfen, reinkrabbeln. Ich werde nicht aufhören, die Polizisten zu killen. Bis ich keine Munition mehr habe. Wir sind hier. Es wurde nur einfach nicht gezählt, dass wir die verdammten Juwelen schon haben. Da will ich gerne eine andere Scope haben. Die Munition sieht halt auch nicht so gut aus, ne? Kommen immer mehr Polizisten. Was ist der Auftrag? Der Auftrag ist, fill your bags with diamond jewelry and get to the escape car. Das haben wir aber dermaßen gemacht. Ich wüsste nicht, wie viel wir... Alter, ich kann nicht ganz das Magazin vorbeischießen. Was ist eine Valid Surface? Ja, nein, nicht eine Trip Mine. Verdammt nochmal. Ich hätte davor meinen ersten Hilfepack auswählen müssen. Ach, ich Trottel. Ich weiß, ich bin gleich wieder tot. Und dieses Mal wache ich nicht wieder auf. Überall sind Cops.
They're exactly three of us. Gott, sieht meine Munitionssituation scheiße aus. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, wenn ich alle Polizisten zurückhalte, der absolute Psycho bin, der kein Problem damit hat, auch 40 Polizisten zu töten. No money will be paid out, ich weiß es. All assets have been locked, ich weiß es. Aber wie soll ich das machen? Dass ich... So, Assets, Loadout, Tripmine. Ich habe die Tripmine dabei, aber nicht die... Erste-Hilfe-Kasten. Stealth ist eine Option. Dann probieren wir doch mal, ob wir vielleicht zuerst hinten die Kameras ausschalten müssen. The required amount of bags. Get into the store. Watch the civilians. Watch the cameras and get it done. Da ist ein Juwelierladen. Das sollte auch der Juwelierladen sein, in den wir rein sollen. Nehme ich mal an. Weil der nun mal der einzige ist, der hier direkt vor mir ist, wo ich gerade angekommen bin. Schauen wir mal, ob wir hier in die Tür reinkommen. Vielleicht unauffälliger. Oben rum können wir reinkommen. Wir werden versuchen, hier dieses Schloss zu öffnen. Ja, du sollst lieber ruhig bleiben, Madame. Ich sehe dich. Und ich fessel dich, damit du mir kein Problem hast. Ich hatte gehofft, ich könnte hier die Kameras ausschalten. Das konnte ich natürlich nicht. Vielleicht brauche ich eine Keycard, um oben irgendwas auszumachen. Oder ich brauche irgendwelche anderen Teile, die ich einsammeln soll. Ich habe doch die Juwelen dort rausgeholt. Ja, die Zivilisten hier sind schon wieder alle geflohen. So. Stehle die Juwelen. Was ist denn, was ich hier tue? Ich stehle die verdammten Juwelen. Seht ihr, wie ich Juwelen stehle? Völlig jedes Geschoss ignoriere. Ich weiß wirklich nicht, wie viel ich sonst noch klauen sollte. Ich klaue vor allen Dingen eine brutale Menge. Ah, dich kann ich also auch ausräumen, sehr schön. Von dieser Seite. Ihr kümmert euch schon um die Polizisten. Wenn nicht, dass ich davon ausgehe, dass wir hier irgendeine Chance jetzt haben werden. Kill them all.
weil wir wahrscheinlich wieder nicht vorankommen werden. Ohne dass wir es unter Stealth machen. Aber manchmal ist Stealth einfach keine Option. Auf nach Valhalla! Mit euch! So. Steal and secure the fucking jewelry. Ja, also angeblich muss ich nur die größeren Displays hier vorne vernichten. Ah, oh, ich bin so ein Idiot. Okay. Muss die aufnehmen, wo ich lange halten muss. Gab da noch mehr von. Okay, der Van kommt wieder, das ist schon mal was. Hast du mich gerade ignoriert, Polizist? Ich hab keinen fucking Bag, weil mir nicht erlaubt wird, irgendwas aufzunehmen. Ich meine, es ist alles eine gute Übung hier, aber... Ich soll mal auf den kompletten Laden auf dann. Ich krieg ja auch immer den Sound, dass ich irgendwas geschafft habe. Okay, I'm down. Guys, I'm down. Don't stand in my way of shooting. Warum treffe ich gerade niemanden mehr? Okay, ich habe nur noch wenig Money. Ja. Steal and secure the jewelry. Ich bin schon wieder down, weil ich so blöd war und einfach weitergerannt bin, obwohl ich angeschossen werde. Kann auch wirklich bescheuert sein. Das wird auch der Grund sein, warum der Auftrag jetzt wieder gleich schieflaufen wird. Weil ich beim dritten Mal verhaftet werde, wenn ich das richtig sehe.
Denk dir an, was ich tue. Ja, offensichtlich nicht das Richtige. Wir haben irgendwelche schlimmen Cops, die auf dem Weg hierher sind. Kannst du mir bitte einfach mal zugestehen, dass ich hier gerade Massen an Juwelen eingesammelt habe? Game, schau dir das mal an, wie viel ich hab. What? Ja, jetzt bin ich wieder im Schwarz-Weiß-Modus. Der Schwarz-Weiß-Modus sagt uns natürlich, dass ich gleich wieder verhaftet bin. Gute Güte. Beintreffer kann auch tödlich sein. Und so viel wie ich hier schieße. So viele Cops, die wir jetzt hier schon platt gemacht haben. Und hier ist das Ziel. Wo ist der sind die verdammten Kisten? Irgendwelche beschissenen Taschen soll ich einsammeln. Oben brauche ich jetzt wieder eine Keycard, natürlich. I'm lighting your day up. Die. Wie viel muss ich eigentlich mit der Knarre treffen? Sind meine 9mm besser als die? Na klar. Na klar. Das wird heute aber auch nichts mehr, glaube ich. Die beiden haben einfach keine Chance alleine. Weil sie nicht wissen, was sie tun sollen, genauso wenig wie ich. Ich denke, wir versuchen das nochmal stealthy. Wie auch immer ich wissen soll, woher ich die Keykarte kriege. Naja, für heute genug. Schönen Tag, schönen Abend. Abo, Like. Kommentar, wir wissen es ja. Ansonsten bis morgen zum neuen Versuch. Gute Nacht.